In diesem Film zeigen wir Ihnen den Wechsel des Bilstein B4 Luftfedermoduls an der Vorderachse des Jaguar XJ Typ X350. Die im Film gezeigten Anweisungen sind zu 100% einzuhalten. Bei Arbeiten am Luftfedermodul ist der Zündschlüssel abzuziehen. Die Luftfedermodule nach Einbauanleitung kontrollieren. Im ersten Schritt ist das Federbein aus der Verpackung zu entnehmen. Beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung. Zum Umbau des Luftfedermoduls ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers erforderlich. Vor dem Ausbau des Luftfedermoduls ist die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante zu messen und zu notieren. Im nächsten Schritt wird das Fahrzeug angehoben und das Fahrwerk eingehend auf Schäden kontrolliert. Hier legen wir besonderes Augenmerk auf die Fahrwerklagerung. Im nächsten Schritt wird das Fahrzeug angehoben und die Räder demontiert. Das Fahrwerk im Bereich des oberen Querlenkers auf Schäden prüfen. Bei Arbeiten am Druckluftsystem ist eine geeignete Schutzbrille zu tragen. Die elektrischen Steckverbindungen des Federbeins sind vorsichtig zu trennen. Die Druckluftleitung am Federbein vorsichtig lösen, bis das Geräusch ausströmender Luft wahrgenommen wird. Vorsicht! Bei der Demontage der Druckluftleitung kann Restluft entweichen. Der Leitungsanschluss ist mit einer Schutzkappe zu sichern. Das Gestänge des Höhenstandsensors mit geeignetem Werkzeug demontieren. Im nächsten Schritt entfernen Sie den Bremsleitungshalter. Die Koppelstange am unteren Querlenker lösen und entfernen. Die untere Verschraubung des Federbeins am Querlenker lösen. Der Kugelkopf wird am oberen Querlenker getrennt. Die Mutter ist nicht wieder verwendbar. Die untere Halteschraube des Federbeins kann nun entnommen werden. Mit dem Lösen und Entfernen der Muttern am Federbeindom ist das Luftfedermodul fertig zum Entnehmen. Achtung, sichern Sie das Federbein! Das Luftfedermodul kann nun entnommen werden. Der Sicherheitsaufkleber ist erst unmittelbar vor dem Einbau zu entfernen. Das neue Federbein einsetzen und die neuen selbstsichernden Muttern oben am Federbeindom ansetzen und festziehen. Nach dem Entfernen der Metallverschlussschraube den neuen O-Ring entnehmen und auf dem fahrzeugeigenen Druckluftanschluss montieren. Es ist darauf zu achten, den neuen O-Ring nicht zu beschädigen.
die Druckluftleitung am Luftfedermodul einsetzen und verschrauben. Den elektrischen Stecker des Federbeins am Fahrzeug anschließen. Das Federbein am unteren Querlenker einsetzen sowie anschließend die Schraube. Den Kugelkopf des oberen Querlenkers im Radträger montieren. Achtung, es ist eine neue selbstsichernde Mutter zu verwenden. Den Bremsleitungshalter montieren und verschrauben. Die Pendelstütze am unteren Querlenker einsetzen und mit dem Stabilisator verschrauben. Die Schraube der Pendelstütze am unteren Querlenker darf zu diesem Zeitpunkt nicht festgeschraubt werden. Das Gestänge des Höhenstandsensors fachgerecht montieren. Das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfeder von der Hebeinrichtung ablassen. Das Fahrzeug darf nur bis zum Bodenkontakt abgelassen werden. Anschließend das Fahrzeug starten. Nun muss das Fahrzeug bis auf 380 mm abgelassen werden. Gemessen wird von der Radnabenmitte bis zur Kotflügelunterkante. Den Motor 2 Minuten laufen lassen. Danach das Fahrzeug bei weiterhin laufendem Motor auf 340 mm ablassen. Die Hebeeinrichtung erst vollständig ablassen, wenn sich das Fahrzeug selbstständig anhebt. Den Druckluftanschluss auf Dichtheit prüfen. Sollten Sie bei dieser Überprüfung Luftaustritt feststellen, muss der Druckluftanschluss demontiert werden. Ein beschädigter oder nicht richtig sitzender O-Ring muss ersetzt werden. Alle fahrwerkrelevanten Gummimetallverbindungen sind erst im fahrfertigen Zustand festzuziehen. Alle beim Umbau gelösten Schraubverbindungen nach Herstellerangaben mit vorgeschriebenem Drehmoment festziehen. Nacharbeiten an Fahrwerkteilen ist grundsätzlich eine Achsvermessung durchzuführen. Drive the legend.